Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Helger und dem Tool SteroTrader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich wie immer, dass Sie live dabei sind. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt heute. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie natürlich an der Stelle gerne pausieren und sich den Text durchlesen. Okay, dann lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Bin gespannt, ob du den Markt heute bewegen kannst und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, doch. Ich habe gerade gesagt, ich hoffe, man kann mich hören. Ich habe mein Mikro nicht schon wieder versehentlicherweise ausgeschaltet und schon war es zu spät. Aber jetzt gut, ne? Ja. Okay, gut, wunderbar. So, dann muss ich hier noch ein bisschen Ordnung machen. Also, ich war ja schon irgendwie 2 Wochen hier nicht mehr on air, muss erstmal hier den ganzen Unrat wegschaffen, bevor ich hier die Kamera anmachen kann. Nein, Spaß, so schlimm ist es natürlich nicht. Aber sage natürlich an der Stelle, einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen. Lang, lang ist's her, ne? Also ich glaube, das letzte Live-Trading ist schon irgendwie ein paar Tage her oder generell hier die Webinare. Ich weiß, ich bin momentan, halte ich mich da auch etwas zurück, was das Trading angeht, beziehungsweise halt auch meine, ich bin ja ganz verknittert, meine Aktivität in der Gruppe ist natürlich nicht böse gemeint. Aber ich liege momentan halt so ein bisschen zu mit anderen Dingen und deswegen freue ich mich heute natürlich hier umso mehr. So, aber ich sehe, wir haben direkt weniger Zuschauer als sonst. Das ist wahrscheinlich dann die Strafe dafür, wenn man sich irgendwie zu lange in der Gruppe zurückhält. Und dann denken die alle, ey, boah, den Liga, den gibt es gar nicht mehr. Doch, mich gibt es noch. Ich bin auch nicht ganz in der Versenkung verschwunden. Halbwegs, aber nicht so wirklich. So, ich hoffe, euch geht's gut und der eine oder andere freut sich ja vielleicht auch. Also ich habe mich heute Morgen echt gefreut und ehrlich gesagt, so endlich mal wieder. Ist ja auch mal ganz nett. Wobei, wenn ich mir den Markt angucke, dann habe ich da so ein bisschen meine Bedenken. Was, wie viel Prozent sind was weniger? Der Lutz sagt ja, irgendwas wäre abgestraft wie die CDU. Ich sage, muss ich den Knopf hier zumachen? Nö, das geht so, ne? Das passt schon. Ich wollte dir da sogar noch sagen, letztes Mal, als es leider ausgefallen ist, hatte ich sogar die Kamera und alles vorbereitet. Und heute natürlich nicht, ne? Nee, heute nicht. Das ist auch mein Klar. Fall. Ja, was auch sonst, ne? So, also ich hoffe, ihr habt allen Kaffee. Ich habe ja gesagt, hier, falls der eine oder andere Lust hat, mit mir einen Kaffee zu trinken, freue ich mich natürlich. Meiner ist tatsächlich noch warm und ich war heute auch mal nicht ganz so auf dem letzten Drücker wie sonst und hoffe, dass ich hier auch technisch dann jetzt irgendwie halbwegs am Start bin. Gut, also wir gehen mal rüber aufs Bild, auf den Markt. So, also, weshalb ne, natürlich ich halt so ein bisschen meine Bedenken habe, ist, glaube ich, klar. Also wir haben halt generell das Problem im DAX, dass halt einfach überhaupt nichts vorwärts geht. Und so das schlimmste Szenario, weil ich habe das ja letzte Woche auch im Blog ja schon skizziert, das ist halt einfach, dass wir hier nochmal in dieser Range, wenn man das Bild mal ein bisschen übersichtlicher macht, dann sieht man das halt, was gemeint ist. Ne? Wir sind halt hier einfach tagelang rumgestrandet. Ich gebe das mal hier frei, den Live-Chart für alle, die auch die Lizenz nicht haben. Das mache ich immer so bei den Webinaren, wenn ich dran denke zumindest. Dann könnt ihr das auch sehen, nicht nur im Blog, sondern halt entsprechend auch in eurem Chart. Und so ein bisschen das Problem ist halt einfach, dass wir halt hier echt wieder so in der Range da halt hängen, wo wir irgendwie tagelang rumgehangen haben. Ein kurzer Ausflug drüber, einer runter und dann wieder zurück und schon hängen wir wieder drin. Das Einzige, womit man noch was anfangen kann, ist halt hier dieser rote Bereich. Den habe ich ja auch, der ist ja auch schon ein paar Tage da drin. Eigentlich, glaube ich, schon ab hier, ab der Stelle irgendwo müsste der irgendwo dazugekommen sein. Also auch wieder ein paar Tage. Da hält er sich zumindest dran, jetzt auch gerade wieder abgeprallt.
Ich hatte vorhin irgendwie einen kleinen Short aufgemacht, bin da mit einem Punkt plus da rausgeflogen, so was. Aber die Befürchtung immer im DAX ist gerade, finde ich, so ein bisschen, dass man ja irgendwie froh ist schon fast, wenn man überhaupt rauskommt, weil der Markt sich schlicht und ergreifend nicht bewegt. Und da kann es natürlich dann passieren, dass man dann irgendwie eine Position aufmacht und wartet dann irgendwie einen Tag, also wie gestern zum Beispiel, das mal angucke, das ist ja unglaublich, ne? Das ist ja nichts passiert. Und dass man da wirklich dann halt irgendwie tagelang drin hängt und da auf 5 Punkte wartet. Das ist natürlich so ein bisschen das, ist mein Kamerabild ab und zu mal weg. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem dabei. Also hält sich jetzt hier erstmal dran, aber ist jetzt auch nicht so schwer ausfindig zu machen, warum hier oben, ne, das sieht man hier, war halt einfach, als die Range da halt angefangen hat, war das erstmal so die Oberkante, die ist halt geblieben. Deswegen hier oben halt erstmal rot und warum soll er da drüber laufen, einfach so, ne? So, was aber hier passiert, das ist halt genau das Problem, ne? Also ich meine, man hat es ja einmal gesehen, wie das Ganze läuft. Bricht einmal drüber aus, da hätte ich halt auch gedacht, so, juhu, endlich ist die Abteilung hier vorbei. Aber spätestens halt seit dieser Bewegung hier, da wo er dann halt hier runtergekommen ist, da hätte das dann auch mal lassen können, ne? Also das heißt, das hätte gereicht, hier hoch weiter und gut wäre es gewesen, aber nein, dann musste sich halt wirklich hier an den Levels, die ich da auch eingezeichnet hatte, zu dem Zeitpunkt vorher natürlich schon wie immer, nicht erst im Nachhinein, hat er sich da sauber weiter nach unten gehangelt. Dann hätte man davon ausgehen können, okay, hier durch das Gap, hier in Gelb eingezeichnet, durch nach unten weiter, nein, dann muss es wieder zurücklaufen und da hängen wir schon wieder. Und das ist halt genau das Problem und weshalb ich da eigentlich halt nicht so wahnsinnig motiviert bin, da überhaupt einen Trade im DAX aufzumachen. Weil es halt, wie gesagt, ich meine, guckt man sich die Range hier halt mal an. Wir liegen halt hier irgendwo bei 250 bis 300. Das sind gerade mal 50 Punkte über den ganzen Tag. Und das ist halt einfach nahezu nicht zu handeln. Da kommt halt einfach nichts bei raus, fürchte ich ganz einfach. So, dann gucken wir uns mal den Dow an. Also das heißt auch jetzt hier bei der Eröffnung, ne? Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht großartig, ich meine, was man machen könnte, das wäre halt direkt um 9 Uhr Short gehen und dann halt mal davon ausgehen, dass wir zumindest halt hier die paar Punkte runter nochmal kriegen. Wäre eine Möglichkeit, Stop würde dann darüber gehören. Muss man gleich mal gucken, ob man das wirklich so machen kann. Also das ist ja, ich meine, wenn wir halt eine Chance auf Bewegung haben, dann natürlich um 9. Und ansonsten wahrscheinlich dann eher nicht mehr, ne? Also kann natürlich auch passieren, dass er hier versucht drüber auszubrechen, wo dann halt die Grenze wäre, das müsste man erstmal rausfinden. Aber aktuell sehe ich da halt irgendwie nichts. Und ich glaube, da bin ich auch irgendwie nicht der Einzige, ne, dem das so geht bei dem Bild hier. So, der Dow, gebe ich den auch mal noch gerade frei. Im Live-Chart, wie gesagt, könnt ihr euch installieren, auf den Chart ziehen, dann habt ihr während dem Webinar genau die Linie im Chart, wie ich sie hier auch habe. Und das ist auch das Gebimmel im Hintergrund, daher kommt das. Und das ist immer dann, wenn was aktualisiert wurde. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber generell kommt es eben daher. So, das heißt, also hier im DAO nicht ganz so schlimm, aber nicht weniger chaotisch, muss man halt auch so sagen. Hier oben, das ist eigentlich relativ markant, ne? Man sieht ja hier das Abwärtsgap, was er da gezimmert hat vor über einer Woche, jetzt allerdings auch schon. 16. April war das. Overnight Gap ist hier entstanden und da ist er einfach nicht mehr drüber weggekommen. Immer wieder dran gelaufen. Hier auch keine neuen Hochs. Und auch wegen der Tatsache habe ich auch einen Blog geschrieben gestern. Eigentlich, ne, hier wegen dem Gap ist halt der nichts mehr erreicht worden. Wir haben hier ein neues Tief. Ist unter die 34.005, das sind hier so meine beiden Grenzen, gefallen und dann hätte er eigentlich zumindest mal die 33.865, das heißt hier einfach nur das nächste Cluster halt ansteuern können. Ne? Hat er aber nicht gemacht, jetzt ist über Overnight, sind wir jetzt hier schon wieder am Raufkrabbeln, also wirklich komplett irre. Ne? Und da ist halt dann auch wieder die Frage, wie enden wir jetzt hier um 9 Uhr, das heißt, würden wir hier jetzt um 9 Uhr wieder drunter enden, dann würde ich sagen, gut, dann kann man es nochmal versuchen, da halt irgendwo einen Trade dran zu setzen. Also das heißt also unter der Stunde, ne, da müsste man dann halt zumindest mal rauskommen. Also hier in dem Bereich
Und am besten auch unter der 34.005. Allerdings, wir haben noch irgendwie 4 Minuten, bis das soweit ist. Und da stellt sich dann auch die Frage, wer soll es denn in den 4 Minuten jetzt hier noch machen? Kann natürlich sein, wenn es so wäre, schick, dann könnte man das tatsächlich auch handeln mit einem Rücklauf, der dann bis maximal hier oben hingehen würde. Das heißt also von der Bewegung, mal angenommen, wir würden hier starten, also einmal hier rauf maximal und dann halt runter, wenn er dort startet. Ansonsten eher nicht. Weil was natürlich hier nicht schön ist, das sieht man, man hat hier so ein bisschen schlappen Lauf nach oben an der Stelle. Und da hätte ich eigentlich schon erwartet, dass nicht unbedingt so ein Teil da noch hinterherkommt, sondern dass er halt hier dann eher so mit bisschen größerem Volumen dann halt erstmal auf der Unterseite dann guckt. Aber die Liquidität ist da wohl halt auch leider so ein bisschen arg gering. Da hat es wahrscheinlich irgendwie schon gereicht, ein paar Kontrakte da halt irgendwie aufzulösen und also aus der Short-Richtung, um dann halt hier so ein wirklich unnötiges neues Hoch zu machen. Diese auf der anderen Seite, wobei ich dem Braten nicht so ganz traue, öffnen wir halt über der 34.045. Dann könnte man überlegen, halt genau umgekehrt das Ding zu machen, dann halt long zu gehen. Ne? Also, aber das ist halt einfach Range. Ne? Also, aber halt keine saubere. Überhaupt nicht. Und eigentlich ist so, dass das Beste, finde ich, was man halt in so einem Markt halt irgendwo machen kann, ist halt abzuwarten, bis einer der größeren Punkte erreicht wird. Ne? Wie zum Beispiel gestern halt hier oben dann das Gap oder dann hier unten, wenn das jetzt kommen sollte, die 33.865, dann halt entsprechend für Long. Ne? Also das muss natürlich ja auch keine Weltreise werden, aber da hat man zumindest mal die Chance. Da weiß ich halt hier unten Cluster. Und wenn das Volumen jetzt nicht irgendwie gerade explodiert, aus irgendwelchen Gründen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum das hier nicht reagieren sollte. Ne? Bis wohin muss man dann halt sehen. Aber das wäre natürlich ein Szenario, mit dem könnte man dann halt auch was anfangen. Ne? Aber so ist es natürlich jetzt ein absolutes Würfelspiel. Also man kann jetzt sagen, ja, der schnappt bestimmt jetzt noch hoch und schließt dann über hier, was ja auch ein Außenstab wäre an der Stelle, der passt ja wunderbar dazu. Der macht das und das bestimmt, dann mache ich dies und das und jenes. Das ist aber halt nicht unbedingt ein Ansatz, mit dem man dann halt irgendwie dauerhaft auch durchkommt. Ich meine, möglich ist alles, aber das ist halt mehr als 50-50, wäre das für meine Begriffe halt nicht. Also, wenn jemand eine andere Idee hat und ich hier was übersehe, bitte gerne, gucke ich mir auch gerne an und sag was dazu. Aber ansonsten ist das hier leider genau die Situation, wie wir sie halt haben. Ne? So, im Daily, das gucke ich mir gleich mal auf dem anderen Monitor an, beziehungsweise auf dem anderen Server. Moment, ich schalte hier mal ganz kurz um, damit ich hier mal kurz auf den anderen Schirm drauf komme. So, dann mal wieder zurück. So, und da sieht man halt hier im Daily, sieht das Ganze halt bisschen größer machen hier, da stehen wir halt einfach auch da oben auf der Stelle halt rum. Ne? Das heißt, also da kraxeln wir uns da halt zwar irgendwie in der Gegend rum, aber hier oben kommt halt einfach auch nichts mehr. Ne? Und von daher ist halt so ein bisschen, ja, also man sieht halt hier auch einfach nur relativ klar, dass da halt oben einfach irgendwie ein Deckel drauf ist. Ne? Von daher wäre es eigentlich auch mal legitim, mal irgendwie halt ein Stück weit tiefer zu gucken. So, dann gucken wir mal, wie der DAX jetzt hier eröffnet. Und gucken, ob das Sinn machen könnte. Hier mit, ja, nicht wirklich, ne? So wie hier die letzte 5-Minuten-Kerze schon aussieht. Ich wollte gerade sagen, ob das Sinn machen könnte, hier short zu gehen im Neuen. Aber so wie die schon wieder aussieht, hier die letzten 5 Minuten, geht es da gerade schon wieder jetzt über die Öffnung drüber und Hauptsache, wir basteln uns wieder eine grüne Tageskerze. Aha. So, das heißt, könnte man natürlich auch sagen, ja gut, kann man hier long versuchen, aber das ist, ich weiß nicht, wohin das großartig laufen will an der Stelle. Dann wäre, glaube ich, eher sinnvoller zu sagen, ja gut, dann macht man da oben irgendwo in dem Bereich, also ist jetzt hier am, das ist der Kassaschluss von gestern.
Das hätte jetzt für meine Begriffe auch keine Aussagekraft. Normalerweise sage ich ja, Gap Close von unten ist eher nicht bärisch, aber hier ist halt so wenig an Range, an Punkten dazwischen, dass das wahrscheinlich überhaupt keine Rolle spielt. Ne? Da würde ich dann jetzt auch erstmal sagen, also hier Punkt 9 hätte ja fast funktioniert, aber das bisschen hier heißt ja noch irgendwie gar nichts. Und ich mache mal, habe ich überhaupt, Moment, mal kurz das Buch anmachen. Und gucke, ob ich den hier finde. Ach, den habe ich gar nicht drin. Auch das noch. Den habe ich ja gar nicht drin. Moment, muss ich hier mal kurz dazu tun. Ist das der M21? Ja, ne? Genau. So, was ich hier gerade mache, für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, ich verbinde jetzt den Future mit dem CFD, lege den hier als Volumenquelle zugrunde. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Orderbuch aus dem Future, dann im CFD und auch das Volumen. Ne? Und deswegen sieht das dann halt so aus. Ich, das übrigens lese ich auch gerade irgendwie an allen Ecken, so dass es ja so wahnsinnig toll ist, dass jetzt der DAX jetzt halt als Mikrofuture da quasi kommt mit 1 Euro pro Punkt. Ich kann da, also ja gut, ich sag mal, wenn man irgendwie sowas nicht kennt wie das, was ich hier gerade mache, findet man das vielleicht gut, aber ansonsten kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Und weil der Riesenvorteil, ne, ich meine, hier kann ich ja auch mit irgendwie 50 Cent oder 1 Euro pro Punkt handeln, wie auch immer. Mein Riesenvorteil hier im CFD, wenn ich den mit dem Future verknüpfe, ist um Längen höher als den neuen kleinen Future da zu handeln. Also, weil ich halt hier natürlich einen ganz anderen, ich habe halt hier den viel besseren Spread. Also, was heißt Spread habe ich im Future in dem Sinn ja nicht, ne? Aber ich habe halt hier irgendwie komme mit unter einem Punkt Spread, kriegt den besseren Fill in jedem Fall. Und weil ich würde wetten, ohne das jetzt angeguckt zu haben, dass die Liquidität in dem kleinen Future so gering ist, dass man da nicht vernünftig arbeiten kann. Also man sieht es ja auch zum Beispiel bei den Micro-Futures, wie wir sie halt bei den Amis halt haben. Und sobald da irgendwie News kommen, da hat man da ganz schnell mal ein Spread von 40 Punkten, solche Späße. Ne? Und das habe ich hier natürlich nicht. Ne? Das heißt, wenn ich halt zu wenig Liquidität habe und gehe da halt zum Beispiel mit einem Stop-Loss irgendwie einem Trail hinterher und dann... dann ist es halt, der fliegt mir so schnell raus, so schnell kann ich gar nicht gucken, ja. Weil dann muss das Buch nur einmal kurz leer sein und dann macht es zack, dann ist das Ding weg. Und das ist halt das Problem. Ich habe das letztes Mal gemacht, irgendwie mit dem Microfuture bei den NFPs, wo das Webinar nicht war. Die haben gesagt, komm, versuch's mal. Also das ist, ja, schneller habe ich noch nie eine Position fliegen sehen. Irgendwie mit 40 Punkten mit 40 Punkten Spread über 40, also unfassbar. Ne? Und wer das ja hier schon ein paar Mal mitbekommen hat, wenn ich zum Beispiel die NFPs mache, dann eben mit CFDs, und das ist natürlich ja dann unschlagbar, weil mehr als 3-4 Punkte Spread habe ich da halt nie, ne? Selbst bei den News. Und deswegen finde ich den Hype um den Mikro-DAX völlig daneben, ehrlich gesagt. Also finde ich das hier die wesentlich bessere Variante, weil ich halt hier sehe ich vor allen Dingen halt auch das Buch vom großen FDAX, das heißt, ich sehe hier wirklich, wo die großen Marktteilnehmer halt auch entsprechend, was die halt treiben, weil die handeln mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht den Mikro-DAX, auch nicht den kleinen, sondern entsprechend den großen und habe auch hier das Volumen drin und wie gesagt den besseren Fill und so weiter und so fort. Ne? Aber gut, muss natürlich jeder selber wissen, aber ich sehe da überhaupt gar keinen Sinn drin, ehrlich gesagt. Und ja, hier schreiben auch einige, ja, nur noch mehr Trottel im Markt. Ja, das kann natürlich auch sein. Also es verwässert halt auch so ein bisschen die Liquidität, ne? Von daher, aber das nur mal am Rande. Aber wie gesagt, das hier ist halt dieses Volume Mapping, ach scheiße, jetzt war ich zu langsam, das Volume Mapping im DAX, beziehungsweise generell im Steer Trader kann man das machen, auf diese Art und Weise sich dann halt entsprechend bisschen besser orientieren und vor allen Dingen natürlich wesentlich besser, wie wenn man jetzt Beispiel jetzt nur irgendwo CFD halt hat.
So, also er drückt jetzt erstmal hier unten durch. Mal gucken, wie weit er da kommt. Und da würde ich dann halt eher gleich nochmal versuchen. Also 9 Uhr Short war gar nicht so blöd, ne? Wenn ich es denn auch gemacht hätte und mich nicht wieder verquatscht hätte bis Anschlag. Also hier klar, ne, jetzt haben wir hier erstmal so ein paar Supports von Overnight, die würde ich jetzt gar nicht bewerten, weil das Volumen ist jetzt ein ganz, ganz anderes als das, was wir da hatten. Von daher, da reichen jetzt 3 Kontrakte mehr und dann fällt das Ding da unten durch. Ne? Und deswegen würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass das hier großartig hält. Ne? Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, geh doch hier Short. Ja, ne, ich habe jetzt nur halt hier. Dem ist der Abstand ein bisschen zu groß jetzt hier zur Eröffnung. Und wenn man sowas dann macht, dann müsste man es dann halt wirklich schon irgendwie mit einer ganz kleinen Position, die man dann auch nach oben hin wieder skalieren kann. Ne? Und was mir jetzt hier auch so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen der Druck halt im Buch. Also ich sehe halt hier einfach jetzt auch nichts. Ne? Es ist relativ ausgeglichen hier, die ganze Geschichte, sowohl auf der Käufer- als auch Verkäuferseite. Tut sich irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Und von daher bin ich da gerade mal noch ein bisschen zurückhaltend. Weil auch jetzt, was man jetzt hier gerade gesehen hat, ist jetzt nur in 5 Minuten. Ich kann das ja mal irgendwie auf den 2 Minuten legen, dann sieht man es ein bisschen besser. Das ist hier so ein kurzer Abpraller an der Value Area. Also hier, wo 70% des Volumens da gehandelt wurden. Man könnte, pass auf, ich mache mal hier Viertelposition. So. Und weil damit habe ich natürlich Platz nach oben. So, aber da sieht man halt schon, also ich habe das gerade gesehen an der Bewegung selbst, ne, ist da hin und direkt wieder runtergedrückt worden. So, das könnte natürlich dann schon bedeuten, dass dort halt ein Verkäufer sitzt, der den da halt nicht mehr unbedingt reinlässt. Muss man aber trotzdem jetzt im Auge behalten. Also bitte nicht einfach nachmachen. Wie gesagt, ich bin auch hier nur mit einer Viertelposition da irgendwie gerade drin von dem, was ich halt da halt eigentlich machen würde. Das heißt, ich habe natürlich auch entsprechend Spielraum. Und die Gefahr im DAX ist unverändert die, dass es egal, was man macht, ja, auch wenn jetzt hier irgendwie gerade so einer ein bisschen draufgedrückt hat, völlig egal. Es kann halt einfach sein, dass halt irgendwie nur ein Rest noch von irgendwas aufgelöst wurde und der Markt dann halt auch gleich wieder einschläft. Ne? Also das könnte halt hier einfach blühen. Damit muss man halt rechnen. Ne? Also generell, wenn man jetzt heute irgendwie im DAX eine Position aufmacht. So, aber mal ausgehend davon, dass die nicht direkt um 8:45 hier schon Feierabend machen und wir jetzt erstmal die Richtung halt nach unten haben, hier auch ein kleines, stimmt das, was ich sage? Ja, ein ganz kleines neues Tief halt hier auch ist, könnte es jetzt schon sein, wenn das Volumen jetzt anhält, dass wir zumindest mal ein Stück weit hier noch nach unten drücken und dann muss man halt mal sehen, wie er dann halt mit dem nächsten Level auch dann halt umgeht. Weil was hier natürlich auch auffällt, ist irgendwie hier einmal kurz in Richtung vom Kassa Gap und dann direkt wieder runter. Ne? So, aber wie gesagt, muss jetzt nicht unbedingt irgendwas heißen. Von daher in jedem Fall mit Vorsicht zu genießen. So, ich gucke mal gerade hier noch rein. Was macht der? Drückt sich auch da in der Gegend rum. Ja, okay. So, und da steht es. Fast still. Ja, das ist halt leider der Haken. Also, wenn man halt hier gnadenlos Range handeln will, ne, dann bleibt natürlich nichts anderes übrig, als dann kommt das Ding natürlich hier oben irgendwo über die Range und dann tackert man das halt hier voll mit irgendwelchen Orders. So würde man dann halt die Range dann halt hier im Endeffekt handeln, ne, weil gut. Da unten anzusetzen, wie ich es gemacht habe, ist dann natürlich mit Range Handel jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig klug, weil wenn, dann hätte man schon irgendwo oben ansetzen müssen und dann halt so ein bisschen drüber ausbauen, weil so könnte das natürlich auch ein ziemlicher Kampf dann halt werden. Ne? Deswegen, aber nur mal als Beispiel, weil kann man ja machen, dass man halt einfach dann mit mehreren Orders dann arbeitet und dann halt nach und dann halt versucht, wenn der Markt nicht mitspielt, die halt dann auch einzeln dann halt auch wieder rauszukriegen, ne, die Dinger. So, aber wir sehen ja hier schon leider wieder, ne, 6, 7, 8 Pünktchen rauf und runter. Mehr passiert da irgendwie gerade noch nicht. Mal gucken, was die 15 Minuten Kerze sagt. Das ist immer so ein bisschen mein Richtungsgeber. Wo stehen wir um 8:45? Weil man dann zumindest mal halt irgendwie
so die erste halbwegs brauchbare Zeiteinheit dann schon mal im ersten Ansatz dann voll hat, ne? Und oft ist es halt auch so, dass weiß man zum Beispiel halt vom Asset Management, wie das teilweise läuft, dass die dann halt oft zeitgesteuerte Positionen haben und die auch recht oft so teilbar sind, dass sie in eine 15-Minuten-Kerze halt reinpassen. Ja, das heißt also, auch wenn nicht, aber wenn zum Beispiel jemand alle 6 Minuten eine Order aufgibt und dann hat man trotzdem schon mal zwei Schübe dann irgendwie bis um 15 durch und sieht auch dann schon da, wo man steht. Ich hoffe, das war irgendwie verständlich und klingt nicht, als würde ich hier wirres Zeug von mir geben. Also, vielleicht kurz zur Erklärung. Wenn jetzt zum Beispiel halt jemand von einem Fonds Management halt einen Auftrag bekommt, eben halt zum Beispiel halt von der Aktie XY so und so viele Positionen zu kaufen oder zu verkaufen, ist es ganz oft so, dass das halt dann einfach nur in einem Zeitraster passiert. Ja, das heißt, dann heißt es ja, alle irgendwie so und so viele Minuten schießen wir so und so viele Pakete halt raus oder kaufen so und so viele Pakete. Und deswegen, auch deswegen bin ich halt auch ein Fan davon, halt schon von zeitbasierten Charts, wie das ja auch mit dem M15 auch der Fall ist. Das heißt, alle 15 Minuten entsteht da halt dann ein Rhythmus, beziehungsweise generell ist es deswegen wegen solcher Geschichten, weil die tatsächlich genau so laufen ganz oft, ist es wegen solcher Geschichten halt schon gut, die Rhythmik im Auge zu behalten und dann halt zu versuchen zu erkennen, ob man da halt was sieht. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund davon, ne? Das heißt also, wenn jetzt hier jemand mit einer zeitbasierten Order unterwegs ist, und dann sollte man das schon innerhalb von der ersten Viertelstunde irgendwo gesehen haben. So, ich mache die jetzt aber hier mal erstmal weg. Aber das ist nur als Erklärung, warum ich halt ganz gerne auch mal auf den M15 dann halt entsprechend spiele. So, also wir stehen. Hurra, hurra, wer hätte es erwartet, ne? Also kann halt sein, ne? Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dass wir hier in der Stunde immer noch da stehen und sich hier entsprechend überhaupt nichts mehr tut, wäre möglich. Ne? So, ach Gott, was habe ich denn hier für 1000 Indikatoren drin? Das sind normalerweise gar nicht mein Style, aber da habe ich wohl mal was ausprobiert. Das ist hier irgendwie so ein bisschen übrig geblieben, also nicht dran stören, bitte. Weil normalerweise ist mein Chart wesentlich aufgeräumter. Also wie gesagt, hier noch so von Versuchsaufbau ist aber auch nichts Wildes, nur irgendwie SMA 20, also alles kein Hexenwerk. Falls sich da jemand fragt, was sind das für 1000 Moving Averages? Normalerweise gibt es bei mir, wie gesagt, so gut wie gar keinen. So, aber trotzdem muss man sich ab und zu auch mal andere Sachen anschauen dürfen. Joa. Tja. Und nun stehen wir da, ne? Da stehen wir da. Noch mal ganz kurz, bitte. Hier mal ganz schnell noch irgendwas. Ach, bei mir ist hier irgendwas verkurbelt. Ich habe gerade irgendwie gewundert, was da los ist. Muss hier mal kurz einen Reset machen. Deswegen muss ich ganz kurz mal aus dem Bild raus, bin aber sofort wieder da. Mal gucken, was was bringt. Ja, okay. Gucken, was im DAX auch ist. Sorry, wenn ich hier vor mich hinmurmle. Wie gesagt, ich bin sofort wieder am Start. Weil hat das mit der Darstellung gerade nicht gestimmt. So, aber so, da bin ich wieder mit Bild zurück. Vielleicht So, magst du also ja nichts. die Frage Bitte? von Michael beantworten, wenn es passt. Michael, was hat er denn? Wo denn? Ganz Sehe am ich gerade Anfang. nicht. Bist du so nett? Und Klar. liest mir die.
Guten Morgen, Dirk. Ich habe mal eine kurze Frage. Mir ist aufgefallen, dass du nicht jedes Gap in deine Charts einzeichnest. Welchen Gaps schenkst du eine besondere Aufmerksamkeit, denen am Montag ab einer bestimmten Größe? Vielen Dank. Echt? Welches habe ich denn vergessen? Das wäre mal die Frage. Also wo, in welchem Markt? Weil so normalerweise zeichne ich die schon alle ein, außer es ist jetzt irgendwie so ein 5-Punkte-Ding oder so, ne? Dann halt nicht, aber wir hatten auf Sonntag, glaube ich, ein kleines noch, ne? Ein Aufwärtsgap sogar. Im Dow ist das gemeint, kann das sein? Wenn das gemeint ist, es kann tatsächlich sein, das habe ich aber irgendwie tatsächlich vernachlässigt, weil das, glaube ich, irgendwie ein Gap am Gap oder im Gap oder irgend sowas war. Aber kann ich gleich DAX, nochmal. 19.04. Das ist die Antwort 19.04. vom Anfang. Okay, Zeit. das müsste ich mir da mal angucken. Also generell, also gerade im Dow, ne? Im Dow finde ich halt, der hat ja echt, also Gaps sind sein Hobby. So, jetzt muss man hier mal kurz gucken. Ich gehe mal kurz auf den 15 Minuten. Da war wohl der Chart etwas länger nicht auf. Deswegen gibt es hier gerade so viele Meldungen. Es erledigt sich aber eigentlich gleich. So, was man jetzt hier machen könnte, und das wäre, ich war ja vorhin hier auch mit einem Drittel, hier mal verlängern. Mal gucken, ob das eine gute Idee war. Aber weil das Einzige, was ich jetzt hier sehe, in 15 Minuten, ist, dass wir einen Rücklauf haben in die Bewegung hinein. Mehr sehe ich da erstmal nicht. Und außer wenn der jetzt natürlich da drüber läuft, und dann wäre es natürlich nicht so klasse. Aber deswegen habe ich jetzt hier erstmal noch ein weiteres Viertel drin und gehe mal davon aus, dass es erstmal nur ein Rücklauf ist. Und dann halt schon irgendwie versucht wird, so also hoffe ich, dass die Bewegung zumindest nach unten fortgesetzt wird. Aber bei der Wohler. Deswegen halt auch hier dann mit ultra kleinen Positionen, so dass man halt, wenn man halt jetzt versucht hat, die Range zu handeln, ne, auch wenn ich jetzt hier mit einem Viertel, ich könnte aber meine Positionsgröße trotzdem noch problemlos hier erhöhen, so dass halt, wenn es da halt irgendwie eng werden sollte, wenn ich die Nummer halt nicht zukriege, dass ich trotzdem noch in der Lage wäre, damit halt weiter dann halt umzugehen. Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt wenig Interesse, da jetzt in so einem kleinen in so einer kleinen Range, wie der DAX sie gerade macht, da halt irgendwie den ganzen Tag da drin zu hängen, ist natürlich auch klar. So, also mal gucken, ob wir die jetzt noch fortgesetzt kriegen. Das heißt, also hier wäre dann jetzt halt, ne, ich habe jetzt hier auf der rechten Seite mal den 15 Minuten angemacht, aber trotzdem, was mir halt hier fehlt, ist halt so ein bisschen die Vehemenz. Jetzt sieht man hier ein bisschen auf der Unterseite. Das sind jetzt gerade nicht meine Freunde. Ne? Da sieht man ja halt hier, die gucken schon ein bisschen größer raus hier von der Positionierung von den Orders. Und wenn die natürlich dann halt auf die Idee kommen sollten, nach oben zu drücken, und dann wäre das natürlich ein bisschen blöd für Short, weil wir uns dann wahrscheinlich erstmal wieder mit der Oberseite befassen werden und dann halt gucken, ob das durchgeht, und ansonsten wird das Ganze auch, wenn es sich so verhält wie die letzten Tage, dann aber halt auch irgendwann im Laufe des Tages wieder umkehren. Ne? Wie gesagt, wenn. Also gerade bei, ich meine, bei einer Range, das Gute ist an einer Range, dass man natürlich eine Wahrscheinlichkeit hat, die relativ hoch ist, ne? Weil ist eine Range erstmal da, ist natürlich auch die Chance relativ hoch, dass die erstmal bleibt. Ne? Und das halt da halt immer wieder die gleichen auf den Verkaufen-Knopf drücken, und dann auf der anderen Seite dieselben dann halt auch wieder auf den Kaufen-Knopf drücken. Ne? Und das heißt, das kann man natürlich dann halt für sich dann nutzen, weil wenn ich mir halt hier den Daily angucke, ich hoffe, ich bin da nicht im Bild, ne, mir hier den Daily angucke, dich will ich nicht. Alter, ey, hier 2 Punkte rauf und runter. Ja, da sieht man ja halt einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die lassen wir mal weg. 10, 11, 12, 13. Ne? Also 13, wir sind heute beim 13. Mal halt hier in dem Bereich,
entsprechend ist die Chance dann natürlich halt auch irgendwo 12 zu 1 jetzt nicht, ne, weil wir halt hier aber ja zwei Ausrutscher drin haben. Wenn man die halt mal abzieht, sind wir immer noch irgendwie bei einer Größenordnung von 3 zu 1 bis 4 zu 1, dass wir halt in dieser Range dann halt auch bleiben. Ne. So, egal, ob das jetzt halt unbedingt hier zur Eröffnung dann halt schon der Fall ist oder dann halt im Laufe des Tages. Aber das ist ja halt einfach nur die Wahrscheinlichkeit von dem ganzen Unterfangen. Von daher spricht da wenig dagegen, halt eine Range zu handeln. Außer wir ballern jetzt hier oben raus und dann muss man natürlich dann sagen, ja gut, komm, lass erstmal gut sein und dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze sich dann halt ansonsten weiterentwickelt. Aber es ist natürlich irgendwie so zum irgendwie Ausbruchshandel oder so, das kann man vergessen. Das kann man einfach vergessen. Sieht man ja auch, ne? Also selbst wenn man hier skypen würde, selbst da wird es ja schon schwer irgendwie, jetzt zum Beispiel hier an der Öffnung, wäre jetzt aber auch nicht mein Favorit gewesen, davon mal ab. Aber selbst da wird es ja echt schon schwer, da irgendwie eine Handvoll Punkte rauszukriegen. So, und mal gucken, ob die jetzt weiter drückt. Also wie gesagt, der Ansatz war jetzt halt hier der einfach, letzten Endes ist es ja Scalping jetzt nur nicht gerade unbedingt auf eine Minute, aber halt hier der Rücklauf in die erste Bewegung und jetzt halt darauf zu bauen, dass die erste Bewegung, die erste Viertelstunde zumindest mal versucht wird fortzusetzen. Und das würde bedeuten, wir laufen halt dann entsprechend hier nochmal an die, ach, schöne Farbe, Moment. Hier ein bisschen was anderes. Peru hatten wir auch noch nicht. So, 2, 6, 8. Ja. Das heißt also in dem Bereich hier, ja, dass wir da ist auch hier der letzte Peak, also da, dass wir zumindest mal den Anfang von der 15 Minuten Bewegung dann halt nochmal zumindest sehen. Ne? Also das ist eigentlich jetzt hier so, das ist einfach, letzten Endes einfach nur ein Scalping-Ansatz. So, ob das gelingt, werden wir dann halt sehen. Und wenn sie fortgesetzt wird, dann rauschen wir natürlich unten durch. Und ansonsten stehen wir dann eben auf der Stelle rum. Ich habe jetzt hier, sieht man ja halt, eine Long Order erstmal hingegeben, weil es halt hier einfach dann nochmal die Eröffnung von der 15 Minuten wäre. Dort würde ich halt die zweite Position nochmal rausnehmen. Ich könnte die natürlich jetzt hier auch manuell rausnehmen, aber ich warte jetzt erstmal kurz. Also, zumindest mal die Eröffnung von der Kerze dann halt nochmal sehen, hat ja noch ein bisschen Zeit. Das Ding, aber zumindest sieht man jetzt hier halt, ne, dass halt dann doch ein bisschen Gegenwehr da halt ist auf der Oberseite. Auch wenn das jetzt natürlich hier irgendwie ganz schön überschaubar ist. Von der Vola. So, aber ja, es ist, die Vola ist so schwach, man hätte ja auch, ich hätte vielleicht irgendwie auch ein Buch vorlesen können oder so. Ich kann ja noch mal ein paar Fragen hier vorlesen. Eine wichtige Frage hier, ob man bei dir ein Praktikum machen kann. Bei mir ein Praktikum? Ja, ich glaube, viel mehr als Kaffee trinken, Kaffee kochen wird da nicht übrig bleiben. Ich glaube, es wird keinem Spaß machen, ehrlich gesagt. Nee. Also wenn die Frage, ich weiß nicht, ich werde öfters mal, kriege öfters mal solche Scherzfragen auf den, mal gestellt. Ich nehme die erstmal nicht so ernst, die Frage. Falls sie aber ernst gemeint sein sollte, das muss ich leider verneinen. Ja, nee, tut mir leid. Also weil, ne, bei mir besteht ja auch nicht irgendwie mein Job daraus, den ganzen Tag zu handeln. Das kommt halt hin und wieder auch mal vor. Aber halt, sondern ich habe ja natürlich den Stereo Trainer an der Backe. Und der macht natürlich Arbeit genug. Momentan halt wirklich tatsächlich so viel, dass ich da halt gerade schon wieder irgendwie in der Versenkung verschwunden bin, weil da gerade die API umgebaut wird, zum Beispiel. Und deswegen, das wäre, wüsste ich gar nicht, in welchem Bereich das dann sein sollte. Ne? Also wie gesagt, weil Trading ist halt, also es gibt Zeiten, wo es dann halt wirklich so Wochen, Monate dann halt am Stück passiert, aber dann halt eben auch mal Phasen, wo es halt dann auch mal Wochen mehr oder weniger gar nicht passiert. Und wo dann einfach andere Sachen dann halt auf der Uhr sind. Also es ist halt schon,
relativ abwechslungsreich. Aber inklusive Kaffee, das ist sweet. Ja, und von daher, weil Praktikum sollte ja auch immer so sein, dass man halt ja auch was lernen kann und beziehungsweise ja auch so, dass man den Lerninhalt vorher skizzieren kann. Ich meine, ich habe ja früher meinem alten Job ja ausgebildet. Ich habe ja, weiß ich nicht, zig, wenn nicht irgendwie 100 Praktikanten auch durchgeschleust. Von daher ist das jetzt nicht unbedingt ein fremdes Thema, aber auch da war es ja dann halt so, dass man natürlich dann vorher in der Lage war, ganz klar zu sagen, pass mal auf, das ist dein Job, das und das kannst du hier lernen. Und das wäre halt hier überhaupt nicht der Fall. Timo schreibt gerade, Bier holen würde auch dazugehören. Gut. Das ist ein Argument. Das ist natürlich ein ganz anderes Argument. So, Mann, was ist hier los? Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Welche Fixes, welche Bugs im ST? Also mir ist ja gerade irgendwie im MT5 überhaupt nichts bekannt, was da irgendwie gerade nicht funktionieren sollte. Der MT4 hakt noch, das ist richtig. Da sind wir auch aktuell nur bei der Beta. Aber im MT5 habe ich momentan tatsächlich mehr oder minder nichts auf der Uhr. Und das ist alles recht stable, was da rausgegangen ist, die letzte Version. Und also vielleicht da auch nochmal am Rande. Ne? Wir haben ja, ich weiß, es gibt so die ein oder andere Mail, so nach dem Motto, ah, hier ist StereoTrader, MetaTrader 5, Probleme, irgendwie friert ein. Da bin ich tatsächlich erstmals in Kontakt mit dem Chef von MetaQuotes. Das ist wirklich wahr. Und die haben das auf dem Schirm. Und das hängt einfach mit Windows 10 zusammen. Ne? Also es gab von Windows 10 ein Update und auf das hat der MetaTrader 5 irgendwie keine Lust und da kommen komische Sachen dabei raus. Das hat aber nichts mit dem StereoTrader zu tun. Ich hoffe, die kriegen das irgendwann mal in den Griff. Also die sind da auf jeden Fall dran. Und von daher, aber nichtsdestotrotz haben wir auch da eine Lösung. Wenn da jemand irgendwie Probleme hat, schreiben. Es gibt, ja, läuft nur mit der alten MT5-Version. Ja, genau das. Kommen hier gerade so ein paar Ergänzungen rein. Ne? Also damit hängt es zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an Windows 10 liegt oder an MetaTrader 5 selber, irgendwo da, aber wir können von hier aus nichts machen, außer euch erklären, wie man auf die alte MT5-Version zurückkommt. Ne? Damit ist das nämlich, das Ganze nämlich aus der Welt. So, was ist das denn jetzt hier? Müssen wir jetzt echt erst die Oberseite machen? Ja, klasse. Meine Güte, so, wir gucken uns einfach mal den DAO an. Was macht der denn überhaupt? Gar nichts. Rumstehen. So, und der DAX macht hier Alarm. Also, nein. Ich schalte hier mal auf den falschen um. So. Was soll das denn? Also ich wäre halt auch hier, ne, ganz ehrlich, auch wenn der jetzt da hochläuft, ich würde den erstmal auch nicht zumachen, sondern erstmal weiter drauf bauen. Also ne, jetzt nicht als Empfehlung gemeint, sondern als das, was ich halt hier damit machen würde. Weil sollte er jetzt da halt irgendwie das Gap schließen, da oben rumtouren, ich würde da glaube ich echt erstmal die Füße stillhalten und dann das Ding halt im Zweifelsfall bis heute Abend drin lassen, ganz ehrlich. Weil das halt irgendwie, das jetzt dann ausgerechnet heute auflöst, das nach oben, da müsste man schon irgendwie viel Pech dann auch irgendwie mitbringen, dass es genau so kommt. So. Wann wird der Nasdaq aufgenommen? Also der Rudi. Er gibt ja nicht auf. Rudi, schreib mir doch einfach mal. Mal gucken, vielleicht können wir ja mit dir irgendwas anfangen. Also, aber das machen wir dann nicht hier. Was, also dann, ich gucke mal gerade hier noch durch. Ja, also wie gesagt, ne, wenn ihr Probleme habt gerade, schnappt euch die alte MT5-Version. Also vom MetaTrader. Und ich wette, alles, was hier beschrieben wird, ist alles Windows 10.
Ich komme gerade hier die Fragen durch. Zum Niklas, ja. Okay. Spannender Markt, ne? Nicht. So, 39, die berühmte Knoppers-Fraktion ist durch. Und wir stehen genau wieder am Anfang. Also, nichts passiert bisher. Wie gesagt, sollten wir einen Schub nach oben kriegen, ganz ehrlich, ich mache den hier nicht zu. Ich ziehe den Stop ins Nirvana und baue da oben halt meine Position aus und mache das Ding im Zweifelsfall heute Abend zu, weil wegen so einem, weil das finde ich halt auch immer, ne? Also, ganz wichtig, aber hier nochmal dazu zu sagen, ich bin hier nicht voll positioniert. Ne? Das heißt, ich kann die Position problemlos managen. Das soll jetzt nicht heißen, ne, falls jetzt hier irgendwie jemand später dazugekommen ist, so nach dem Motto, ja, wenn der Markt nicht läuft, dann zieht er einfach den Stop weg. Nee, 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 nee. Ne? Also ich habe ja da auch ein bisschen umfangreicher was dazu geschrieben, mal in meinem Blog und habe das ja auch immer wieder mal auch gezeigt. Meine Kamera hat heute keinen Bock, ne? Ah, doch, da ist sie wieder. Und auch immer wieder mal was dazu gezeigt. Was ist das denn hier? Kommt die denn her? Warte mal. Falsche Kamera klingt sich hier gerade irgendwie ein. Warum auch immer. Was ist denn da los? Also ich habe das ja auch immer wieder mal gezeigt, ne, wie man das dann halt machen kann mit der Skalierung. Und das heißt, wenn man hier jetzt Positionen dazu gibt, muss man die halt auch auflösen. Ne? Und da bin ich halt damit dann in der Lage, halt mein Break-Even raufzuziehen. Und es ist hier nicht so, dass da eine volle Position drin ist und ich jetzt hier den Stop ins Nirvana ziehe. Also so sollte das echt keiner machen. Na, und ganz wichtig immer. Ich sage halt nur, ich glaube, die ärgerlichsten Tage, die man haben kann, ist, wenn man irgendwie am Ende des Tages drauf guckt, feststellt, der Markt hat eigentlich überhaupt nichts gemacht, außer irgendwie rumgewackelt in der Range und man hat dann Geld verloren. Und das sind eigentlich echt die ärgerlichsten Tage überhaupt, ne? Weil man dann irgendwie auch denkt, berechtigt, ja, dann sagt er, hättest du auch drin lassen können. Ja, wenn man in der Range ist, macht das einfach manchmal mehr Sinn. Da halt lieber mal irgendwie ein bisschen Geduld zu haben, zu skalieren, drin zu lassen und abzuwarten, statt dann halt irgendwie auf den Ausbruch zu bauen. Weil das ist nämlich, das sind die nächsten Sachen. Oder der nächste größere Fehler mit einer Range, auf einen Ausbruch zu handeln, wird man halt auch dann am Ende des Tages da stehen und dann sagen, ey, wieso habe ich denn hier Minus gemacht? Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Der Markt hat sich überhaupt nicht bewegt. Das kommt dann daher, wenn man halt die Range nicht erkennt. Ne? Wenn man dann halt irgendwie denkt, oh, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Und fliegt dann jedes Mal raus und der Markt bewegt sich eigentlich gar nicht. Ne? Und deswegen halt mit Ranges lieber immer irgendwie drauf bauen, dass die Range hält, als darauf, dass man jetzt dabei ist, wenn der große Ausbruch kommt. Das ist, glaube ich, ist das werden hier, oder? Wer das kennt, kann ja mal irgendwie hier kurz ein Ja abgeben. Ich glaube nicht, dass ich damit irgendwie von Dingen rede, die keiner so noch erlebt hat. Stichwort Position ist noch eine Frage von Waldemar. Wie Was du, denn? wie hast du die Einstellung im Order Panel eingestellt, um Positionen zu stückeln? Also hier oben mit dem Fünftel, Viertel und so weiter, das ist noch nicht dokumentiert. Also das ist halt, ich nutze das momentan nur für die Webinare, aber das wird halt auch offiziell irgendwann mal kommen. Deswegen will ich das jetzt hier eigentlich eher nicht unbedingt erklären, weil dann kommt nämlich nachher im Support, kommen dann die Anfragen, also vor allen Dingen dann halt der FX Flat dann raus und dann sind die armen Jungs da halt, liegen dann plötzlich mit Fragen zu und mit Sachen, die aber eigentlich noch gar nicht zur Software offiziell gehören. Ne? Deswegen, also das wird auf jeden Fall mal irgendwie noch vernünftig etabliert bzw. eingebaut. Momentan ist es so ein bisschen rudimentär drin und deswegen nicht böse sein, weil ich das nicht perfekt beantworten kann. Ja, ne, also schreiben hier halt auch, kommen hier einige Ja's rein. Also genau das ist das halt mit dem Range-Handeln. Ne? Und das ist wahnsinnig langweilig, jetzt ja auch hier im Webinar selber.
Also ich hätte halt auch jetzt echt nicht gedacht, dass da unten nicht mal irgendwie ein zweiter Anlauf kommt. Ich meine, das Ding war ja einmal kurz im Plus, aber es kann es ja irgendwie auch nicht sein, da mit einem Punkt dann halt rauszugehen. Mit einem Punkt, mit einer halben Position. Von daher, naja. Aber trotzdem finde ich es halt okay. Ja. Sie sieht jetzt natürlich jetzt erstmal hier die Stundenkerze ein bisschen doof aus, aber auf der anderen Seite, für mich hängt die aber halt auch hier in der Luft. Ne? Also hier unten, die Range ist hier unten irgendwo zu Ende. Ne? Also bei mir wäre es jetzt nach meinem Vorgehen, wäre es jetzt zumindest mal halt hier die 200, was ist denn das hier, die 50. Das wäre jetzt halt mal so das Mindeste. Ne? Das heißt also hier in dem Bereich, also das finde ich schon ein bisschen albern, wenn er da nicht mal irgendwann hinkommt jetzt noch. Und das hier ist ja irgendwie so nix. Das sind ja nur diese Overnight Lows, wo irgendwie ja überhaupt kein Volumen im Markt war. Und dass das jetzt hier das irgendwie halt auffangen soll, na, ich weiß nicht. Ja, also die Stundenkerze hier, die man jetzt sieht, die sich da gerade halt bildet, sage ich halt auch immer, das ist nur ein Platzhalter. Das ist die Stelle, wo eine Stundenkerze hinkommt, wo aber noch gar keine ist. Allen Dingen, weil ja gerade jetzt irgendwie erst die halbe Stunde, die erste halbe Stunde hier vorbei ist. Kann man im ST auch einstellen, dass der TPSL in Prozent statt Punkten berechnet wird? Ja, also über Auto-Exit geht es auf jeden Fall. Ne? Dort kann man, Moment, jetzt muss ich nur mal gerade mal gucken. Ich bin ja hier mal so ein bisschen ein paar weirden Versionen unterwegs. Ja. Also das heißt, bei Auto-Exit, ich kann es nur hier leider gerade nicht zeigen, aber bei Auto-Exit, dort gibt es halt entsprechend Max Loss, Max Profit, wo man das entsprechend einstellen kann und wo es halt dann einfach rein prozentual halt geht. Jetzt haben wir hier mit der Kamera, das ist echt komisch. Das ist echt schräg, kriege ich jetzt aber auch nicht weg. Komme ich hier so pink da unten in der Ecke? Die war da vorhin nicht da, ne? Das war da vorhin, war da irgendwie alles gut. Schon sehr merkwürdig. So, also für den Markt muss ich mich in aller Form entschuldigen, aber ich habe ihn nicht gemacht. Aber ich habe ihn auch nicht gemacht. Da wäre halt tatsächlich echt noch, ne, wo ich vorhin noch gemeint habe, ja, Punkt 9 Uhr Short. Das ist die beste Idee des Tages bisher. Den kann man auch vergessen, passiert auch genauso wenig. Da muss man gucken, hat der denn nicht. Ach Gott, wie sieht denn das hier aus? Ich sehe so gar nichts. Ich gehe mal kurz aufs andere Bild. So. Ne, da fehlt auch noch ein Stück runter. Ne? Also ich fürchte halt wirklich fast, egal was wir jetzt hier machen, dass das irgendwie erst nach 10 da halt irgendwie wieder was gibt. Also beim Dow sieht man hier auch, ne, da fehlt halt einfach da auch nochmal so ein Stück weit darunter. Hier ein bisschen tiefer rein. Und das wird aber wohl noch kommen. Also entweder halt irgendwie um Punkt 10, nach 10 oder wie auch immer. Das hier sieht momentan auch erstmal nur aus wie ein Fehlausbruch, so dass ich eigentlich damit rechnen würde. Jetzt erstmal, dass das, was ich vorhin hier skizziert habe, ne, habe ich ja gesagt, wenn wir hier drunter starten und dann halt einen Rücklauf und ne, bis hier oben in dem Bereich und dann runter. Es könnte echt sein, dass es irgendwie nach 10 dann so kommt und dass die irgendwie um 9 Uhr heute keine Lust haben, da halt irgendwie großartig was zu bewegen. Das wird dann aber gleich auch so aussehen, dass wir halt hier so einen Schub dann halt da runterkriegen in dem Bereich. Der geht wahrscheinlich nochmal relativ schnell und läuft auch ebenso schnell wieder zurück. Also das fände ich halt jetzt sehr naheliegend im DAU. Und mal gucken, wenn der DAX da mitspielt, dann kriegen wir da auch endlich die 250. Ich lasse jetzt mal kurz das Bild hier auf. Ist zwar die Stundenkerze, aber da sieht man zumindest die Orientierung jetzt hier ganz gut. Ja, also hier einmal drunter. Fopp.
So ein kurzer Spritzer. Ja, weil dann würde nämlich wahrscheinlich versucht werden, das Ganze hier drunter dann halt zu schließen. Aber das muss jetzt erstmal so ein Ruck muss das jetzt dann halt geben, dann wenn das gut werden soll. Beziehungsweise wenn das überhaupt eine Chance haben soll, dass es aufgeht. Kann ich mal gucken, vielleicht kann man das ja so behandeln. Ja. Das heißt, hier einmal so ein bisschen größere Bewegung. Also könnte man, wenn man denn will, muss mal gucken, weil hier, dass da unten der, mal gucken, ob der aktualisiert wurde. Also einmal halt hier zumindest zum Point of Control dann halt runterlaufen in einer schnellen Bewegung. Hier auch mal nur mit einem Drittel. Mal gucken, ob er das jetzt macht. 41, ja, kann schon sein. Wenn wir jetzt halt zum Ende der Stunde halt zugehen. Ich habe gerade mal hier noch eine andere Ansicht. Und dann wäre es schon plausibel, dass wir da einmal kurz runterdrücken. Mal gespannt, ob das so kommt. Da bin ich mal gespannt. Aber wäre jetzt nicht untypisch, ne? Also, das ist halt auch wieder das Unterschielen auf den 15-Stunden-Rhythmus, 15 Stunden, 15-Minuten-Rhythmus. Auch wenn es hier der DAO ist, der natürlich mit der DAX-Eröffnung jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, aber das Volumen kommt in der Regel in beiden Märkten gleichzeitig. Und was man eben oft sieht, oder generell ist es ja halt so, dass ich auch mal sage, so eine jede Kerze, egal welche, löst zum Schluss auf, bevor sie fertig ist. Und bloß nicht zu früh und alles vorher ist Gerausche und Gepokere. So, und deswegen, wenn das jetzt halt so kommt, das heißt, also wenn halt hier wirklich das nochmal, das hier ein Fehlausbruch war und dieser Bereich hier nochmal angelaufen wird, dann wird es so aussehen, dass wir dann halt hier einen Schub einmal kurz nach unten kriegen. Und dann halt versucht wird, den Kurs anschließend auf dem Level halt, also nicht mehr über dieses Level, wo wir jetzt hier sind, dann halt zu halten. Ne? Also hier so etwa in dem Bereich. Das heißt dann auch, wenn er das macht, gehört der Stop dann halt hier, da ist jetzt auch lustigerweise gerade der EMA 200, dann gehört er relativ genau hier hin dann halt auch, weil dann wird man halt vermutlich sehen, wenn wir erstmal hier am Point of Control sind, dass der Markt dort vielleicht auch ein bisschen aktiver wird. Also das liegt auf jeden Fall jetzt relativ nah. Und wenn man hier jetzt auch sieht, der bewegt sich ja überhaupt nicht. Ne? Das ist ja noch fast schlimmer als der DAX. Und deswegen kann man das auch mit einer Stop-Order machen, finde ich. Aber es muss dann natürlich auch kommen. Und es muss natürlich dann auch entsprechend zügig gehen. Mal gucken, ob das passiert. 43, noch eine Minute und dann werden wir sehen, ob man eine Tendenz im 15-Minuten-Chart dann halt sehen werden. Das hier auch auf. Ach, das ist auch noch so ein EMA-Gedönse. Das müsste einmal hier drunter stechen. Ist natürlich halt hier aber auch generell im DAO ist natürlich halt hier die 34.000 als Psycho-Marke. Aber fände ich schon irgendwie naheliegend. Bin mal gespannt. Mal gucken, die kann man ja auch. Ach, ist egal, eigentlich. Ich habe die zwar als MIT-Order jetzt drin. Das heißt, die wird jetzt hier vom Stair-Trader ausgeführt. Das heißt, würde der Markt jetzt irgendwie zu schnell springen, wäre ich jetzt ein bisschen schlechter ausgeführt. Aber irgendwie glaube ich da gerade noch nicht so wirklich dran. Noch nicht so wirklich. So, DAX habe ich natürlich auch im Auge, auch wenn ich ihn hier gerade nicht auf dem Bildschirm habe. So, 1945, mal gucken. Ne? So, erstmal ein bisschen schick gedrückt. So, das heißt, also den würde ich jetzt hier aber dann eher nicht skalieren, weil der DAO nicht ganz so ranged wie der DAX, sondern den würde ich dann halt eher enger
dann halt handeln. Ja, das heißt also, wenn der jetzt gefillt wird, dann stopp mal ein. Falls er 20 Punkte durchläuft, wäre er auch direkt abgesichert. Das heißt abgesichert, ne? Sichergestellt, dass ich kein Geld verdiene, aber auch keins verliere. Na komm, mit ein bisschen was kommen jetzt irgendwie zum Ende der Stunde hin. So, mal gucken, ob das so kommt. Also was mir hier jetzt natürlich noch fehlt, es wäre halt auch mal irgendwie eine größere Order. Die ist noch nicht da, die wäre natürlich schon passend dazu. Beziehungsweise es würde passend aussehen, wenn sich da gleich mal was zeigt. Aber die kommt spätestens dann, wenn das hier ernst gemeint ist. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich dann eine Order sehen, dass die sich hier oben drüber dann platziert. Wenn, wie gesagt, jetzt wirklich jemand vorhat, tief, das Ding tief zu schließen und nicht hier nochmal irgendwie in der Range zu verharren. Ach ja. Sie sehen, dass Sie nicht sehen. Ah, okay. Es sind ja noch ein paar Fragen. Ich gucke mal gerade hier. Der Norbert 237, ja, das passt ja, ne? Also grundsätzlich, ne, weil hier ist immer die Frage gestellt, so wie ich ganz genau die Linien ableite, da sage ich mal ganz deutlich nein. Ne, also ich erkläre das Grundprinzip ja wirklich ständig, aber wo die Genauigkeit herkommt, von der man jetzt heute zugegebenermaßen jetzt nicht so wahnsinnig viel sieht, ne, das liegt ja halt in einer Beobachtung von Algorithmen, die ich ja irgendwie schon ein paar Jahre halt betreibe. Die ist auch unmöglich, das halt hier irgendwie in ein paar Sätzen zu erklären. Aber das Grundprinzip ist immer das Gleiche, nämlich dass halt dass ich halt auf der Suche nach Clusters bin, so wie Supports die Widerstände werden und umgekehrt. Ne? Das ist immer das gleiche Prinzip. Und da habe ich schon ganz viele, in ganz vielen Webinaren habe ich das auch schon ausgeschlachtet und erklärt. So, deswegen, aber ich muss jetzt hier kurz sowieso mal kurz den Markt ein bisschen im Auge behalten. Der DAX drückt nämlich runter auf der anderen Seite. Ja. Der schiebt sich so ein bisschen dahin und ich hoffe mal, dass es jetzt endlich mal macht. So. Aber trotzdem behalte ich jetzt auch mal den Dow noch hier im Auge, weil den will ich ja auch noch fangen. Aber wie gesagt, der müsste wirklich schnell gehen, sonst bin ich da nicht dabei, ne, bei dem Dow. Aber ich baue jetzt einfach wirklich drauf, dass wir halt die größere Bewegung jetzt halt einfach dann zum Ende der Stunde hin jetzt auch dann auch bekommen. Wenn es denn überhaupt eine größere Bewegung heute noch gibt, ne, das weiß ich natürlich nicht, auch klar. Aber wenn, und dann vor allen Dingen halt im DAX, hätten wir halt die Chance jetzt. Und da der Dow noch nicht so wahnsinnig viel gelaufen ist, hier auch, wäre das natürlich passend, wenn beide halt gleichzeitig die Geschichte da halt machen. Also im DAX gäbe es jetzt wieder die Möglichkeit, mit einem Punkt plus rauszukommen. Das sehe ich hier auf der anderen Seite. Ne, gab es. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt der Ansatz, sondern ich will halt schon versuchen, die Range zumindest mal jetzt hier bis zur Unterkante halbwegs da halt irgendwie mitzukriegen. Ja, ist langweilig heute, ne? Aber so ist es halt. Nix los. Nicht los. Aber manchmal hilft es ja auch irgendwie, wenn man dieses Nix los, wenn man das nicht noch irgendwie verwandelt in nichts mehr da auf dem Konto, ne? Das kann ja auch schon mal hilfreich sein. Oh meine Güte, komm, ich bin so ein bisschen hier
Einmal drücken. Stell dich ja nicht so an. Das ist ja wirklich Katastrophe. Das ist doch echt Katastrophe. Ne? So. Ja, ich hab's ja hier auf dem Schirm. So. Was haben wir bis jetzt an Range, alter Schwede? Wir sind mal gestartet bei 90 und wir stehen bei 73. Oh, ist das bitter. Das ist echt bitter. Wann kriegen wir denn endlich mal wieder Wohler? So richtig so. Aber nicht nur Wohler, sondern auch Richtung vor allen Dingen. Wohler ist ja das eine, aber Richtung wäre auch echt so. Finde ich nie so schlecht. Sag mal, ich schalte hier permanent den falschen um. Das gibt's doch gar nicht. So, und der muss jetzt auch schon wieder unbedingt oben rumkrabbeln oder wie? Okay. Ja. Ach so, ja, mit dem, wie kriegt man das Buch da rein, ist hier noch gefragt worden, ne? Und zwar, also man muss halt ein Future-Konto haben, das heißt, man muss die entsprechend halt die Kursdaten abonniert haben für ein Future. Das beauftragt man erstmal bei FX Flat, falls man das noch nicht hat. Und dann muss man einfach nur gucken, dass man halt hier in der Marktübersicht, wie jetzt hier, muss ich halt den, wenn ich jetzt zum Beispiel halt den FDAX auf den CFD-DAX mappen will, muss ich einfach nur gucken, dass der FDAX hier in der Marktübersicht halt mit drin ist. Und dann gehe ich einfach hier ins Setup, auf Symbol und wähle hier bei Volumenquelle, wähle ich mir den FDAX aus. Ja, das ist alles. Weil normalerweise wäre die Volumenquelle, wäre halt hier der DE30 Mini. Ich kann mir theoretisch auch halt hier den Dow Future drunter legen. Ne? Gut, das macht natürlich wenig Sinn, aber theoretisch kann ich das, ne? Weil das Day Trader guckt hier einfach alles an Future-Symbolen durch, was von der Tick-Size passt und schlägt die halt vor. Ne? Und da ist natürlich halt dann hier der FDAX, weil er der CFD zumindest mal im Stereo Trader so eingestellt ist, dass er halt dem Future gleicht. Und deswegen passt das hier zusammen. Ne? Also hier mit einer Tick-Size von 1,0 und nicht wie es bei CFD ja halt üblich ist, irgendwelche krummen Werte. Deswegen gibt es auch hier keine Nachkommastellen im DAX, ne? Weil die gibt es ja am Future auch nicht. Und aber das ist ja alles voreingestellt im Stereo-Trader. Da muss man sich keinen Kopf drum machen. So, aber dann wie gesagt, wenn man den Future generell handeln könnte mit seinem Konto, kann ich den in der Marktübersicht, wie gerade gezeigt, einblenden. Ich wähle ihn hier aus. Und dann anwenden und dann war es das. Ne? Und dann habe ich halt das Ganze gemappt. So, und der, was man ja halt auch sieht, ne? Also es gibt immer so minimalste Unterschiede. Das heißt, wie jetzt hier zum Beispiel, da liegen Bid und Ask nicht 100% gerade. Ne? Das wird aber halt alle paar Millisekunden neu gerechnet, sodass die Abweichung hier wirklich nur ganz gering ist. Ne? Das ist halt so maximal halt mal irgendwie ein Punkt bis ein halber Punkt, da halt irgendwie Unterschied ist, ne, zwischen, ne, sieht man ja hier, ne, das passt schon, ne, aber halt, es kann aber durchaus auch schon mal irgendwie um einen Tick abweichen, mehr aber nicht. Ne. Und das wird halt permanent neu gerechnet. Und das heißt, auch hier habe ich dann, wenn, sobald sich dann halt ein Buch was zeigt, weiß ich ziemlich genau, also ob, egal, ob ich jetzt da irgendwie einen Punkt drunter oder drüber handeln will, das passt schon alles, ne. Also damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr sauber arbeiten und viel sauberer als jetzt irgendwie mit einem normalen CFD, wo ich all das ja halt gar nicht sehe. Ne? Und ist natürlich auch eine gute Ergänzung zum VPOC vom Orkan zu seinem Tool, das er ja halt für den Stereo Trader anbietet. Und ne, weil man da einfach das Buch nochmal drin hat und wenn man das VPOC hat und dann hat man auch eine genauere Volumenglocke hier und auch einen VWAP dazu und so weiter und so fort. Also es passt schon alles ganz nett.
zusammen. So, das ist irgendwie so mitunter das langweiligste Live-Trading, was wir halt hier bis jetzt hatten. Aber ich kann es halt nicht ändern, wenn der Markt sich nicht bewegt, bewegt er sich halt nicht. Und aber das, so ist das halt, ne? Wenn man versucht, irgendwie im Daytrading dann innerhalb von einer Stunde was rauszuschneiden, wenn man dann halt eine Stunde hat, die es nicht bewegt, dann guckt man halt eine Stunde blöd aus der Wäsche. Ne? Also der Markt ist vielleicht langweilig, aber das Webinar nicht. Ja, habe ich gesagt, Webinar? Ich meinte, der ist langweiligste Live-Trading, oder? Habe ich gesagt, Webinar? Nee, Live-Trading ist natürlich gemeint, ne? Es passiert ja nichts. Also, das ist ja nicht schlimm. Also, solange keiner einschläft von meinen Geschichten, ist ja alles noch gut. Da ist ja alles noch gut. Aber ich habe ja eigentlich auch, ne, mich hier auch mal vorbereitet. Das wäre natürlich jetzt echt so heute dafür prädestiniert gewesen. Also, was heißt vorbereitet? Guck mal, hier, die Kamera ist wieder da. Also, was geht denn hier ab? Dass ich quasi mit dem Handy rumlaufen kann und weiter das Webinar halten kann über die Handykamera. Hätte ich heute mal hier ein bisschen rausgehen können, ne? Ja. Doch, doch, ich habe mir extra so einen Selfie-Stick gekauft, damit das auch geht und auch ein Ansteckmikro. Und das wollte ich immer schon mal machen. Eigentlich ist das ja auch ganz lustig. Why not, ne? Noch mal irgendwie mal in die Küche laufen, mal einen Kaffee machen und wie schön, nicht weglaufen hier. Auf dem Balkon also, rauchen mit Dirk. Nee, das jetzt nicht unbedingt, ne? Aber man kann ja auch irgendwie mal einfach in der Sonne einen Kaffee trinken oder so, ne? Nee, das ist eigentlich ganz lustig, aber ich muss wirklich mal vorher ausprobieren und dann machen wir das mal. So, jetzt drücken wir hier wieder rum. Hurra, hurra, wir liegen wieder 2,5 Punkte vorne. Ja, die 5 werden hier deshalb angezeigt, weil na, hier steht jetzt irgendwie plus 9. Das liegt daran, wie soll ich das erklären? Also ich habe ja 2 Positionen drin, ne? Und das wird ja immer so umgerechnet. Das heißt, der guckt jetzt so und so viel habe ich da halt an monetärem Gewinn. Und das entspricht 7 Punkte jetzt bezogen auf die erste Position. Ne? Und deswegen stehen da jetzt 7 Punkte und nicht hier der Abstand. So, jetzt komm. Mensch. Aber ich habe noch 3 Minuten. Ich habe also jetzt die Wahl. Ne? Drücke ich jetzt auf den Knopf und sage Hurra, Hurra. Wir haben ein Webinar mit einem Plus gemacht. Oder verfolge ich jetzt den Ansatz hier weiter und sage, naja, die Range da unten will ich halt schon nochmal sehen. Also ich glaube aber, es spielt ja keine Rolle. Ich glaube, wer bis jetzt durchgehalten hat, hat ja auch das Prinzip ja auch verstanden. Und das heißt, ging es mir jetzt darum, halt hier irgendwie unbedingt mit einem Punkt plus hier aus dem Webinar rauszugehen, hätte ich das hier schon 3-mal machen können oder auch mit 5 Punkten. Aber es geht ja eher auch darum, so zu zeigen, wie kann ich mit so einer Range umgehen, auch wenn ich mich jetzt wie hier, ich hätte mich dann natürlich echt besser um irgendwie 9 Uhr direkt da short reingeklinkt. Habe ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich gedacht habe, wir kriegen um 9.15 Uhr nochmal irgendwie einen Anschluss nach unten. Jetzt haben wir halt irgendwie fast 10 Uhr und wir haben es noch nicht mal versucht, da unten anzuschließen. So, das weiß ich natürlich vorher nicht. So, aber was ich halt eben weiß, das ist jetzt nur mal so eine kleine Zusammenfassung, ist, dass hier, wenn ich mir das angucke, kann ich mit dem Taschenrechner hinsetzen und komme ich einfach auf eine Wahrscheinlichkeit von 3:1 bis 4:1, dass wir auch heute nochmal eine Range haben und entsprechend halt den Markt nochmal sowohl unten als auch oben halt irgendwie antesten. So, und dann kann dann jeder für sich selbst dann entscheiden, ne? Kann man sagen, ja gut, es ist 10 Uhr, ich habe aber keine Zeit mehr heute. Wenn man keine Zeit mehr hat, dann sollte man hier jetzt irgendwie dann auch gleich auf den Knopf drücken. Wenn man die Zeit noch hat, das dann weiter zu verfolgen, kann man auch erstmal irgendwie die Füße stillhalten und dann halt irgendwie im Stundenrhythmus oder wie auch immer, dann halt mal ein Auge drauf haben. Ne? So, ich glaube, das ist ja generell verstanden. So, hier ist nichts passiert, den nehmen wir mal kurz raus. Das ist wahrscheinlich auch ein Fehler, aber gucken, wo hängt der hier in der Stunde rum? Ja, ach, da passiert ja irgendwie noch weniger. Ah, da fehlt, trotzdem fehlt da noch ein Stück. Ich glaube schon, dass das noch kommt. Aber den kann man vielleicht dann auch ein bisschen geschickter einfangen. Weiß ich nicht, ne? Also, ist 10 Uhr, Webinar ist ein Plus. Ich lasse den jetzt aber erstmal drin. Außer wir kriegen jetzt sofort irgendwie halt den Drücker noch nach unten. Dann nehme ich natürlich raus. Aber jetzt hier wegen einem Punkt, ne, nur um das Prinzip zu wahren, dass man halt irgendwie, oder das vermeintliche Prinzip,
dass man halt in Webinaren immer Gewinne machen muss. Also das, nee. Deswegen gehe ich jetzt hier nicht mit einem Punkt raus, weil das kann es dann irgendwie ja auch nicht sein, ne, was man machen könnte. Das wäre die zweite Position hier rausgeben, ne, die ich hier oben dazugelegt habe. Aber auch da, ganz ehrlich, also ich meine, wir hatten bis jetzt eine Range von irgendwie 20 Punkten. Also ein bisschen mehr wird ja wohl heute im Laufe des Tages noch irgendwie gehen, ne? Also wenn auch jetzt nicht innerhalb von der nächsten Viertelstunde, aber also 30 Punkte. Nee, also damit ist es wohl nicht getan. Also so sieht ja der schlimmste Feiertag nicht aus. Ein bisschen was wird da halt schon noch hinterherkommen. Und selbst wenn es in die andere Richtung läuft, ist eher davon auszugehen, dass er auch dann wieder in die Range zurückkommt. Das heißt, das würde ich ja fast eher noch dann nutzen, zu sagen, ja gut, dann baue ich die Position aus, weil wir hier mit der Range für meine Begriffe einfach nicht fertig sind auf der Unterseite. Da fehlt einfach noch ein Stück. Gut, okay. Also, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Was steht hier? Also im 15, sorry, ich habe gerade irgendwie. So, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Soll ich sagen, Nelson? Ist wie es ist, ne? Es ist, wie es ist, genau. Ja, es Aber ist hast wie ja es heute ist. schon genug gewusst und deswegen, Was, ich habe genug gewusst? ja, du meinst, ich weiß nichts, ich weiß Ach nichts so, mehr. ja. Ja, ich meine, das ist ja jetzt halt, ne, also gerade bei, also eigentlich, ne, das muss man halt auch immer wieder sagen, sind Ranges sind ja sowas von gar kein Hexenwerk einfach, ne? Das Hexenwerk besteht dann, ist dann, glaube ich, eher das, das Hexenwerk ist dann eher das, dass man sich selber irgendwie nicht vermeiern darf, ne? Und das ist ja das Einzige, weil was bei Ranges halt der Fall ist. Man darf halt irgendwie nicht versuchen, wenn man halt sieht, ey, wir tackern da schon tagelang drin rum, einfach nicht davon ausgehen, dass heute der große Tag des Ausbruchs sein wird und man dann dabei ist. Das ist eigentlich so das Einzige, was man da halt irgendwie beachten sollte. Und aber mehr halt auch nicht. So, das ist das Hexenwerk. Gut. So, Sag dann mal, machen wir darf an man der dir Stelle. gratulieren oder wie? Was? Hast du Warum? Geburtstag gehabt oder hast eine Impfung bekommen? Weil da hinten eine Karte Ich? steht. Glückwunsch. Ach so, nee, ach, ich gratuliere mir einfach jeden Tag dafür, dass der Tag so schön ist. Nein, das ist, stimmt, ja. Nein, die steht, also, kann man noch erkennen, da steht, da gibt es aber noch eine andere Karte. Warte, jetzt muss ich mir aufpassen, dass ich mein Kabel hier nicht abreiße. Und die gibt es auch noch. Die gehört da Energiebühne. eigentlich dazu. Die finde ich eigentlich fast besser. So. Ja, sehr gut. Ja, da stehen so ganz viele Sachen dahinter. Was heißt viel eigentlich nicht, aber so ein paar, so die netten, die stelle ich dann da mal hin. Gut, also, ich hoffe, ich konnte etwas zu eurer Unterhaltung beitragen, zumindest vielleicht auch irgendwie den einen oder anderen retten vom Long-Ausbruch oder weiß ich nicht was. Also kurze Rede, langer Sinn. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, weil wie gesagt, ich habe so gestern auch gedacht, so, boah, Webinar morgen, ey, Mann, da bin ich ja komplett aus meinem Rhythmus raus. Ist auch echt so gerade, ne? Aber trotzdem macht es natürlich dann auch Spaß, dann halt hier mal wieder live zu sein. Mein Gott, ich hänge hier im Stuhl rum, das geht gar nicht. Ey. Also es macht aber trotzdem mal wieder Spaß, dann hier nochmal live zu sein und dann halt nochmal ein bisschen zu erzählen und ich würde ja sagen, euch alle zu sehen, aber ich sehe ja natürlich nur euren Namen und das sind ja immer ganz viele bekannte Gesichter dabei, Namen, nicht Gesichter, aber Namen halt dabei und freue ich mich natürlich ja auch sehr logisch und dass ihr da halt auch dabei seid und mir hier heute Morgen Gesellschaft geleistet habt. Gut, ja. Prima. Dann sage ich mal, Ja, prima. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Mir macht es Spaß mit dir und so wie ich das Feedback auch hier lese, den Teilnehmern ja auch. Und gib Rudi eine Chance, der gibt wirklich nicht auf. ja, Und habe ich gesehen. ja, vielen Dank natürlich an alle, die dabei waren. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ich wünsche noch natürlich noch viel, viel Erfolg. Passen Sie auf viele Positionen auf. Bleiben Sie gesund und wann hören wir den Dirk wieder? NFP. Nächste Woche. Nächste Woche schon, okay.
Ja, siehst du, geht ja schon auch wieder schneller. Sehr gut. Also, vielen Dank. Danke, lieber Alright. Dirk. Schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euch auch einen schönen Tag. Bis dann. Danke. Ciao.